Hallo, ich wollte mich nur mal ganz kurz zu Wort melden. Ich bin ja schon eine ganze Weile gar nicht mehr da gewesen. Schande über mich. Mir geht's gut. Ich habe Nachrichten gekriegt, danke der Nachfrage. Mir ging es eine kurze Zeit gar nicht so gut. Das ist jetzt aber wieder im Griff. Meine Freundin ist hier zu Besuch seit Freitag aus Berlin. Deswegen habe ich halt die Woche auch noch kein Video gemacht. Und ja, wie gesagt, letzte Woche ging es mir nicht so gut. Und da ist es halt etwas in den Hintergrund gerutscht. Ich wollte, wie gesagt, nur kurz vom Hören lassen, sagen, dass alles okay ist. Ich habe auch für die nächste Zeit ein kleines Projekt geplant, welches ich mit euch teilen wollte. Und zwar geht es darum, ich habe Bekannte, die betreiben einen Gnadenhof. Und ich wollte ein kleines Interview mit diesem Gnadenhof führen, bezüglich, wie es da so läuft, was man bedenken muss, wie funktioniert so ein Gnadenhof, wie lebt so ein Gnadenhof. Und habe gedacht, falls ihr da irgendwie ein paar Fragen habt, könnt ihr die in den Kommentaren stellen. Und ich kann das dann soweit alles zusammenfassen und das in meinem Interview, welches ich ja dann mit den Betreibern des Gnadenhofs führen werde. Kann ich diese Fragen dann ja stellen? Ich würde dann auch ein paar Aufnahmen machen vom Hof und euch die Tiere da zeigen und halt diese ganzen Sachen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht einfach anfange, weil ich nicht weiß, was ich euch immer so erzählen soll, einmal die Woche. Ob ich da nicht einfach so eine kleine Wochenzusammenführung mache, immer mal wieder so ein paar kleine Kurzaufnahmen mache, die dann zusammenfüge. Dass ihr die sehen könnt. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ja, und dachte mir, ich mache das einfach mal so. Ich habe von meinem Mann eine Kamera geschenkt gekriegt, total süß, mit einem Stativ. Ich habe mich total gefreut. Deswegen jetzt auch Querformat. Deswegen auch mein dickes Gesicht. Ist ganz cool. Ich habe da so einen Hebel, da kann ich so dran herumwursteln und so. Das ist ganz, ganz nett. Und die Kamera kann ich halt überall mit hinnehmen. Die ist klein und kompakt und. Es ist auch jetzt mein erstes Video mit der Kamera. Ich bin gespannt, wie es dann ist. Sonst habe ich es ja mit meinem Handy gemacht und habe das dann mit meinem Handy hochgeladen. Jetzt ist es das erste Mal halt, dass ich das damit mache und ich bin ganz gespannt, wie es dann wird. Die Woche bis jetzt war ganz schön. Wie gesagt, meine Freundin ist Freitag gekommen aus Berlin und wir waren Samstag in Bremen und haben uns spontan tätowieren lassen. Ich weiß nicht, kann man das sehen hier? Ich habe das und meine Freundin hat das gleiche, bloß mit einem K anstatt einem M, N. Und dann haben wir uns jetzt vorgestern hier noch tätowieren lassen. Zeig das mal. Da steht dann bei ihr, wir wandern unter der gleichen Sonne. Und bei mir steht, wir schlafen unter demselben Mond. Das ist halt eine Fernbeziehung, Freundschaft. Ja, ist halt sehr entspannt und es tut mir persönlich auch total gut, sie hier zu haben. Es ist einfach mal weniger Brainfucking. Hat sie nicht gesagt. Ja, ab nächste Woche bin ich dann wieder ein bisschen intensiver in die Gänge. Wie gesagt, ich habe einfach geplant, so eine Wochenzusammenfassung zu machen. Ich glaube, das nennt sich Vlog. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das ja nicht so mit diesen ganzen Begriffen. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Und habe dann auch noch Nachrichten gekriegt bezüglich ein paar Themen, die interessant sind für gewisse Personen. Einfach durch Sachen, die ich bei TikTok schon mal angesprochen hatte oder die ich so zwischendurch von mir preisgebe. Wo ich dann gefragt worden bin, oh, kannst du da vielleicht mal ein bisschen intensiver drüber reden? Einfach, weil es ja für die interessant ist. Das war's auch schon. Ich wollte mich, wie gesagt, nur einmal ganz kurz, ganz schnell zu Wort melden. Wort habe ich jetzt getan. Und ich gucke auch, dass ich es gleich noch hochlade, das Video. Wir haben heute Donnerstag. Ja, meine Freundin fährt Sonntag. Das heißt, ich denke, ich werde mich Montag vernünftig an einen Beitrag für euch setzen. Gut, das war's auch schon. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann.